Hey ho und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von Jurassic World Evolution mit mir, dem Vorbuddler. Ich werde erklären, wie man auf der zweiten Insel der Isla Muerta die schwierige Mission Nur die Stärksten überleben schafft. Und zwar erkläre ich euch das in ein paar ganz einfachen Schritten. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekämen. Also dranbleiben und viel Spaß beim Lösen dieser Mission. Hier bin ich also auf der Isla Muerta. Schön, dass du dran geblieben bist, dir das anzusehen, wie ich diese Mission hier packe. Es ist eine wichtige Mission, deswegen müssen wir sie unbedingt machen, denn wir kriegen dadurch die schweren Elektrostahlzäune freigeschaltet. Und was mich bei der ganzen Sache schon etwas verwirrt hat, war die Tatsache, dass einem diese Aufgabe mal als normale Quest angeboten wird oder eben auch als Missionsziel. Ne? Ich habe beides gemacht, deswegen weiß ich jetzt auch ungefähr, wie es geht. Der erste Schritt bei dieser ganzen Mission ist, dass ihr euch erstmal Zeit nehmt, euren Park vernünftig aufzubauen, sodass alles funktioniert, ihr gut im Plus seid. So viel muss es jetzt gar nicht sein, wie ich jetzt hier inzwischen erwirtschaftet habe. Aber alles sollte funktionieren, reibungslos. Auch die Forschung solltet ihr richtig schön vorangetrieben haben inzwischen, dass ihr viele Gene habt und all sowas, denn das werden wir alles brauchen. Dann habe ich noch zwei Tipps für euch. Und zwar der Tipp Nummer 1 ist, sorgt für Ruhe im Park. Also verkauft mal eure Raptoren, die bereiten nämlich nur Ärger, das habt ihr sicher schon selber festgestellt. Also nichts wie weg mit denen, verkaufen am besten. Ihr könnt euch ja später wieder neue machen. Und Tipp Nummer 2 ist, wartet mal den nächsten Sturm ab, dass der vorübergezogen ist und alle Schäden beseitigt, so dass ihr eben, wie gesagt, einfach mal ein bisschen mehr Ruhe im Park habt, denn bis zum nächsten Sturm habt ihr genug Zeit, diese Mission durchzuführen. Und dann komme ich auch schon zum zweiten Schritt, das ist nämlich der Bau der Kampfarena. Dazu bin ich mal auf die Isla Nublar gegangen, in meinen Sandbox-Park, wo ich versuche, dieses Szenario mal nachzuspielen. Und ihr seht schon sehr schön, was ich gemacht habe. Ich habe also ein relativ kleines Gehege gebaut mit einer Futterstelle für Fleischfresser und einem Tor. Das könnte man vielleicht später nochmal gebrauchen. Und dann erinnere ich euch jetzt noch einmal daran, dass der Park schon relativ gut ausgebaut sein sollte, also mit kompletter Infrastruktur, zum Beispiel der Rangerstation und dem ACU-Center. Denn man weiß ja nie, ob vielleicht doch noch was schief geht. Und ihr seht außerdem, dass ich ein eigenes Hammond-Entwicklungslabor an das Gehege angeschlossen habe. Anders geht es nicht. Versucht also jetzt nicht irgendwelche andere Methoden, weil ihr schon irgendwo so ein Labor habt und dann die Tiere hier mit dem Helikopter hinzubringen oder sowas. Das könnt ihr vergessen. Das wird nicht gut funktionieren. Und auch sonst befinden sich keinerlei andere Tiere in diesem Gehege. Es ist komplett leer. Es kommt während dieser Mission ab und zu der Situation, dass hier ein einzelnes Tier ein bisschen warten muss im Gehege. Also auch der Raptor, der immer so gerne ausbricht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass das Gehege ganz gut funktioniert und wirklich eine gute Bewertung für das jeweilige Tier hat. In Schritt Nummer 3 befassen wir uns mit der Genmanipulation der Tiere, denn die ist auch sehr wichtig und entscheidend. Dazu gehen wir jetzt mal in das Labor. Ich gehe mal davon aus, dass ihr ebenso wie ich nur 2 Slots zur Verfügung habt. Wir brauchen allerdings ja 3 Tiere insgesamt. Ich denke, ich erkläre jetzt kurz nochmal den Ablauf dieses Arena-Kampfes, den wir vorhaben. Wir werden also einen Velociraptor gegen einen Dilophosaurus kämpfen lassen und der Velociraptor soll gewinnen. Anschließend soll der gleiche Velociraptor gegen einen zweiten Dilophosaurus antreten und diesen Kampf ebenfalls gewinnen. Versucht es gar nicht erst andersrum, sodass der Dilophosaurus vielleicht den Kampf gewinnt. Das ist meines Erachtens wesentlich schwieriger. Damit das gut funktioniert, werden wir versuchen, die Tiere auf verschieden stark herzustellen. Unseren ersten Slot füllen wir mit dem Dilophosaurus. Da klicke ich dann hier drauf und dann schauen wir uns mal erst an, dass die beiden Tiere, die beiden Kampfhähne, der Dilopho und der Velociraptor, beide Genomfortschritt von 100 haben. Die sind also hier auf dem gleichen Level. Ich kümmere mich jetzt trotzdem erst einmal um den Dilophosaurus, drücke hier unten auf Genom modifizieren. So, und jetzt haben wir ja hier die lückenhafte Gensequenz mit diesen ganzen einzelnen Genen, die wir einsetzen können. Und die habe ich hier bei dem Dilophosaurus alle rückgängig gemacht und alles wieder auf 0 Gen zurückgestellt. Das müsst ihr bei jedem Slot hier oben machen. Und bitte nicht vergessen, auf den Gen-Anwenden-Schalter hier mal zu drücken, den es jetzt hier gerade nicht zu sehen gibt. So, und alle durchgehen, alles auf 0 gehen stellen, dann habt ihr einen ganz schwachen, unmodifizierten Dilophosaurus, das ideale Opfertier für uns.
schauen wir uns den Velociraptor an. Aber bevor wir das machen, können wir jetzt schon den Dilophosaurus ausbrüten. Das dauert ja auch immer eine ganze Weile. Nehmen wir uns also den zweiten Slot hier vor. Dinosaurier ausbrüten und da wählen wir jetzt den Velociraptor aus. Und hier machen wir das gleiche wie eben, nur umgekehrt. Wir gehen wieder auf Genom modifizieren und füllen jetzt hier alles Mögliche aus. Wie gesagt, Aussehen ist egal. Dann habe ich hier eingestellt in der Belastbarkeit starke Heilung 1-0. Beim Angriff habe ich hier die Reaktionsgeschwindigkeit 1.0. Das sind halt die Gene, die ich schon hier entwickelt habe. Ich gehe mal davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt im Spiel es bei euch ähnlich aussieht. Beim Angriff aggressives Verhalten 1.0. Kleiner Tipp, nehmt das wieder raus, wenn ihr euch eure eigenen Raptoren macht. Die werden dann leicht friedlicher. Lebenserwartung, Stärke des Herzens 2.0. Und zu guter Letzt auch noch die Härte der Zähne 2.0. Jetzt haben wir also einen super Raptor, der bis auf Zahnfleisch modifiziert ist. Und dem Dilophosaurus dadurch haushoch überlegen. Ja gut, nicht haushoch vielleicht, aber es wird schon reichen, dass dieses Tier eben gegen zwei Dilophosaurier nacheinander wohlgemerkt kämpfen kann. Das ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht zwei Dilophosaurier herstellen und die schon mal ins Gehege setzen. Wir brüten jetzt auch den Raptor schon aus. Und es dauert natürlich eine Weile. So, wie ihr seht, habe ich den ersten Dilophosaurus jetzt schon freigelassen. Das könnt ihr ohne weiteres tun, denn wir haben... Ja, mein Freund, ist ja gut. Denn wir haben ja das Gehege bewusst richtig schön gemacht, dass es ihm hier ganz gut gefällt. Ihr seht, er ist ja ganz knapp hier mit dem Wald zufrieden und so weiter. Das ist alles hier im grünen Bereich. Er hat auch schon Fresschen und kann also jetzt hier ein wenig die Zeit verbringen, bis der erste Kampf losgeht. Denn das dauert jetzt noch was. So, wir sind zurück im Labor und da ist ja jetzt der erste Slot wieder frei geworden, den wir jetzt schon wieder mit dem zweiten Dilophosaurus füllen, damit der schon mal ausgebrütet werden kann. So, und das ist jetzt nochmal wichtig. Wir befinden uns ja praktisch schon im letzten Schritt, im vierten Schritt. Und dass wir jetzt den Velociraptor nicht sofort freilassen, sondern schön warten, dass der zweite Dilophosaurus auch schon sehr weit entwickelt ist, bei 75-80% vielleicht, damit der Raptor, wenn er seinen ersten Kampf gewonnen hat, nicht so lange alleine in dem Gehege steht. Das ist extrem wichtig, denn steht er da zu lange alleine, kriegt er schlechte Laune und haut ab. Und ihr dürft wieder von vorne beginnen. Beziehungsweise es wird sehr lästig, den erstmal wieder einzufangen. Also einfach schön abwarten. Ich denke, es ist soweit, wir können den Raptor freilassen, wo dann auch in wenigen Momenten auch schon der erste Kampf beginnen wird, den der Raptor wahrscheinlich, wenn ich alles richtig gemacht habe, gewinnen wird. Wir gucken mal zu. Noch nicht den zweiten Dilophosaurus freilassen. So, es geht schon los. Die beiden haben sich schon entdeckt. Daumen drücken. Raptor, Raptor. Spannung. Jetzt sieht man nämlich nicht, welcher verletzt ist, aber ich denke mal, den Dilophosaurus hat es schon ordentlich erwischt. Und gleich kommt der tödliche Angriff. Ja, jetzt ist er erledigt. Und der Raptor macht ihm jetzt den Garaus. Schleicht sich an und hopp. So, sehr gut. Teil 1 ist also... hat funktioniert. Was wir jetzt machen, wir checken mal den Raptor. Der hat Gesundheit 71. Der tote Dinosaurier ist jetzt der Dilophosaurus, ja, und ihr könnt jetzt noch ein bisschen warten. Es geht ihm hier noch gut, na, aber er darf jetzt nicht so schlecht gelaunt werden, dass er versucht auszubrechen. Ich warte mal noch ein bisschen, bis er vielleicht auf, na, 75, 76 ist und wir können es dann einfach mal riskieren und lassen dann den zweiten Dilophosaurus frei. 80%, das sollte reichen, mit ein bisschen Glück. Ich lasse den zweiten Dilophosaurus frei. Es wird ja noch ein bisschen dauern, dann entdecken die sich erstmal und bis dahin hat er vielleicht schon wieder etwas mehr. So, es geht los, Gott sei Dank. Und der ist auch wieder fit, ne? Ja, ja.
Das wird er wohl auch schaffen. Zack, der hat schon was abbekommen, der Dilo. Noch einmal. Hau rein. Oh, voll angespuckt. Okay. Jawohl. Ja, und damit hättet ihr jetzt diese Mission bzw. auch die Quest erfüllt. Ne, und könntet jetzt euch freuen über die schweren Elektrostahlzäune. Was machen wir jetzt mit dem Raptor? Ihr wollt ja keine Probleme mit dem bekommen. Der siegreiche Raptor wartet eben noch die Meldung ab, dass ihr die Quest geschafft habt oder die Mission. Dann könnt ihr einfach, so wie ich das gemacht habe, den Hubschrauber holen, den Raptor betäuben und anschließend verkaufen. Dann seid ihr den erstmal los und ihr könnt dann eure Raptoren wieder, was weiß ich, wohin in euer altes Gehege reintun. So, auch die toten Dilophosaurier könnt ihr natürlich entfernen. Das ist, liegt ja ganz in eurer Hand. Ich kann euch empfehlen, vielleicht dieses Gehege anschließend für die Dilophosaurier zu verwenden. Das ist ja optimal. Jetzt ihr versucht schon auszubrechen hier. So schnell geht das. Zaun schon kaputt. Deswegen auch der Ranger, der sich direkt drum kümmern kann. Reparaturtrupp unterwegs. Und jetzt hat er es tatsächlich noch geschafft im letzten Moment. Gut, das wäre geschafft und ich hoffe doch sehr, dass ich euch mit meinem Video hier weiterhelfen konnte. Falls das so ist, hinterlasst mir ein Like und auch einen Kommentar natürlich, auch wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich auch darüber sehr freuen, wenn ihr den Abonnal abonniert. Ich mache aber jetzt erstmal Feierabend, bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, freue mich aufs nächste Mal und sage, bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen.